Entferne das Ritualbuch und herzlich willkommen zurück bei Sief. Ja, wir sind noch immer in der Geheimbibliothek und hier geistert noch der Gollum oder Schweinebärmann oder wie man es auch immer nennen möchte. Da war er letztes Mal. Der geistert hier irgendwo herum und wir müssen das Ritualbuch holen, aber... Mir ist jetzt erst aufgefallen, oder letztes Mal, was ist denn hier? Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass das Dingen hier, also das Kapitel heißt schmutzige Geheimnisse. Ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, was damit gemeint ist, was da in diesem Buch drin steht. Ist wahrscheinlich irgendwie ein Playboy-Heft. Was? Was? Was war das? Ich sollte aufhören oder irgendwie einfach irgendwelche Schalter nicht drücken, oder? Ach komm. Ja, das ist eine Überraschung. Danke, der Herr. Ich mag Statuen mittlerweile nicht mehr. Okay, die Schalter gehen nicht mehr. Was brauchen wir denn eigentlich hier? Ach, die Symbole da wieder. Jetzt drehen. Das ist mit der PC-Steuerung echt eine Kotze, muss ich echt sagen. Nein! Ah, oh, warum? So, einsetzen. Ich hätte es auch gar nicht gewusst, wo wir diese Symbole gefunden hätten. Und ich habe Angst. Das kann so nicht gewesen sein. So einfach kommen wir doch nicht. Armies, die Schlüssel. Ich habe das Buch. An diese Nacht werde ich wohl noch lange denken. Danke. Was ist denn das für eine Musik? Sind die Ritter aufgewacht oder was? Alte Indianer oder was? Was? Wir waren noch gerade unter die... Okay, wir sind nicht mehr alleine. Alter, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ist das so ein Horrorkapitel? Ich habe mir doch kein Horrorspiele zugelegt. Da unten liegt wieder was. Was? Stolz was? Ich habe auf jeden Fall eine Wache gehört. Ich habe jemanden gehört. Nicht mal Adam wusste davon. Und du hast gesehen, wie sie reagiert, wenn sie was nicht weiß. Dann stellt sich nur die Frage, wer hat die Tür geöffnet? Genau das finden wir jetzt raus. Na toll. Trennen wir uns, um ein größeres Gebiet abzudecken. Trennen? Das sagst du so leicht. Immerhin hast du die Fackel. Ja, weil ich beim Kartenspielen nicht bescheiße. Das ist nur gerecht. Was? Bist du immer noch sauer wegen dieses Kartenspiels? Weil ich beim Pelikan und Makrele gewonnen habe? Ja. Viel Spaß im Dunkeln. Na dann, ich kenne aber noch den Weg und wir gehen nicht. Nee, hier geht ja auch nicht. Denn wir gehen jetzt einfach ganz gemütlich hier oben hin. Da kommen die auch gar nicht hin, die Herren. Und schalten die von oben aus. Dafür muss ich aber erstmal die Route ein bisschen von denen. Ich habe wohl zu viel Mohn erwischt. Und ich wusste es doch, ich hab's doch gesagt. Wieso lässt man einfach die Tür da offen? Rammeln die doch irgendwie mit was zu, egal. Was meinst du? Sollen wir was mitnehmen? Wir könnten es an Kerlung vorbeischmuggeln. Vielleicht spricht dabei ja was für uns aus. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Was ist eigentlich aus diesem Typen hier geworden? Wo ist eine andere hingegangen? Ich glaube, der ist in einen anderen Raum da reingegangen. Da kommt ein Duell mit einem betrunkenen Großkopf. Ha. Oh. Bam. Ein Duell gegen einen Dieb.
schleift er mal immer ins Ungewisse. Die haben wir alle schon besucht, das weiß ich noch. Ja, komm. Ja, hier mal ist eh durchsucht. Da war diese verschlossene. Diese verschlossene Schublade war da. So, wo ist der andere? Ich werde doch merken, dass er irgendwie. Vielleicht habe ich heute ja Glück nach meiner Schicht. Was? Wir werden die hier unten finden. Okay, da hoch müssen wir. Ja, da ist noch einer. Na komm, rutsch mal eine Runde. Der ist ein Spaß. So, bitte nicht noch einer. Was, die haben ja echt ernsthaft Licht gemacht? War das schon vorher so? Schon. Oh Mann, du bist wirklich eine Nervensäge. Dieser Ort erinnert mich an eine Geschichte. Irgendein Adliger erklang an der alten Mauer. Wünscht sich einen guten Tag. Als er es verfügt, stößt er auf Marmor. Gräber, fiedrige Knochen. Ein so kleines Eis und auf die Natur an. Die Knochen verbrennt er und verstreut Asche. Die können ruhig da mal runtergehen. Ja, toll! Du da! Na toll! Hä, wie kämpfe ich denn? Hilfe! Hä? Kann ich neu laden? Bitte, hallo, kann ich... Bitte, ich möchte neu laden. Hä? Er hat sich genau dann umgedreht. Mann. Was glotzt denn er überhaupt so gegen die Kisten? Ich sollte diese Zwischenspeicherungen selber ausführen. Wie war denn das? F5? F5, okay, gut. Ist mir scheißegal, ob meine Platte damit vollläuft. Jetzt kommt der wieder, dieser Bastard. Ich lasse die jetzt einfach runtergehen, okay? Die können meinetwegen machen, was sie wollen. Wie hat Garrett am Anfang gesagt? Heißt es, unter der Stadt gibt es nur Scheiße und Echos. Wird Garrett am Anfang gesagt, bevor ich jemanden töte, bin ich längst, oder bevor jemand irgendwas bemerkt, bin ich schon längst über alle Berge. Fuck. Alter. Das Wetter schlägt um. Kommt er jetzt nicht da oben raus wieder? Überall Ratten. Ich hab nur Schiss, dass andere
Ja, genau, der sieht mich. Dass der andere hochkommt. Tschüss, der ist tot. Damit haben wir jetzt eigentlich einen getötet, aber was hätte ich machen sollen? Wenn der andere nicht kommt. Ja, mit R schlage ich, ja, stimmt. Aber mit diesen alten Holzkeil, da kann ich ja auch nichts da schlagen. So, komm, lass mir den da liegen. Ich muss ja weg. Ich bin im Auftrag von Orion. Da vorne. Ah. Jawohl. Assassin's Creed Move. Habe ich auch übrigens, aber habe ich noch nie gespielt. Können wir aber auch mal spielen. Origins habe ich, glaube ich. So, weiter hoch. Ja, wir sind ja ganz schön tief runtergeraten. Bestraf mich, Mutter. Ich war böse, so böse. Warte, nicht anfassen. Mein Bein schmerzt. Was ist denn los, General? Ist Mami etwas zu viel für dich? Sprich nie wieder so über meine Mutter, du dreckige Hure! Au! Komm her zu mir! Au! Was geht denn hier vor, General? Au! Das reicht! Nehmt eure Schwarzsteuer und verschwindet! Noch einmal! Und ich schneide eure Eier ab! Fordert mich nicht heraus! Du, Drecksratte, ich bring dich um. Dieb! Du musst die Damen besser behandeln. Und weg. Das wirst du bereuen. Abgeschlossen. Schmutzige Geheimnisse. Hier war ein Jäger. 1 von 5 K.O.-Schlägen von oben. Stiele alle Beute weg der 79. 1:07 haben wir dafür gebraucht. Gesamte Beute in Gold 673. Gefundene Beute 57 von 57. Sammlerstücke 2 von 5. Ja, damit ist die goldene Statue gefunden, Junge. Du hast keine aggressiven Aktionen gescheut und deine Gegner mit allen Mitteln ausgeschaltet. Entdeckte und getötete Bedrohung 7. Wir haben 7 getötet. Einen haben wir hier runtergeschmissen. Ich kann mich nicht erinnern mit den anderen. Was da noch war. Naja. Haben wir jetzt halt so gemacht. Setz mal fort. Tja, das haben wir doch gut meistern können noch. Schaukästen sind aktualisiert. Natürlich 7 Nächte später. Natürlich, ein bisschen Zeit muss ja auch dazwischen sein. So ein bisschen zum Runterkommen. Hier ist aber noch einiges leer. Hier haben wir noch so ein paar ewige Blumen. Das sind so die ersten Dinge. Ja, hier ist noch leer.
Jennifer. Basil. So, Sekunde. Ich muss kurz mal mein iPad anstecken. So. Jetzt geht's wieder. Okay, was ist Auftrag? Was begibt es zum verkrüppelten Burrick? Natürlich, aber wir müssen halt zu Basil. Ja, und vielleicht können wir noch unsere Sachen ein bisschen verbessern und holen. Werkzeuge haben wir ja, glaube ich, schon die meisten. Weil ohne diesen Schraubenschlüssel oder irgendwas. Stone Market? Ohne diesen Schraubenschlüssel oder irgendwelchen Dingen werden wir ja nicht vorankommen. Oder mit diesem Dragschneider da. Da kommen wir ja nicht weit. Ohne die. Die können wir ja gut gebrauchen. Vor allem diesen Schraubenschlüssel für die Geheimgänge so. Ich glaube, ohne dem kannst du nicht. Doch, das Spiel kannst du schon durchspielen, aber du machst dir echt den Weg sehr schwer. Das ist echt krass. Man kann es ja tausendmal durchspielen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie du es durchspielen könntest. Das ist heftig. Wesley, Gerechtigkeit! Ihr wurdet schuldig gesprochen des Diebstahls und der Verschwörung mit den Götzen. Ich bin unschuldig, bitte ich! Der Eisentyrann tötet uns! Es das ist doch nicht alles! Unglaublich. Also das, ganz ehrlich, die haben ja letztes Mal ja gesagt, wer stiehlt, der wird ja, der wird getötet. Wir zeigen's diesen Schwarzkitteln. Hä? Aber ihr wart doch gerade bei der Hängung dabei und das waren doch die... Ach, meine... Ja, die gehen einfach weiter da unten. Wer hat da wieder zum Helikoptermann? Moment. Das müssen wir sehen. Ja, er wird... Alter, was ist denn das? Alter, das ist so... Moment, ich brauche die Map. Ich sollte nicht noch mehr Muskeln zulegen. Dieses Leder ist ohnehin schon eng genug. Du solltest mal aufhören, dich herumzudrehen wie so ein Fidget Spinner. Alter, der Typ, ne? Wir müssen ja noch diese Hand holen, ne? Wir verfolgen ja schon wieder die Hauptstory. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Naja, komm. Bericht mal besser über unsere Dinge. Wo ist es? Wo hat er es hingetan? Es ist nicht hier. Nein. Was soll das werden? Garrett! Das Buch, das ihr mir beschafft habt. Es ist weg! Wo ist Basil? Der Diebesfänger-General hat ihn verschleppt. Zusammen mit einigen Götzen. Er hat's genommen. War eigentlich klar, dass der Baron das tut. Ihr meint, mein Freund wurde geschlagen und verschleppt. Nur wegen dieses Buchs. Was ist so wichtig daran? Es enthält Geheimnisse, die verloren schienen. Ich vermute darin den Schlüssel, um die Stadt und uns alle vor der Schwermut zu retten. Doch der Baron will es nicht für das Gute verwenden. Und jetzt hat er es! Besser wusste, wie wichtig das Buch ist. Zu eurem Glück ist es noch hier. Besser ist nicht dumm. Das Buch... Sicher interessant. Wo ist Basil? Im Bergfried, aber der ist gut bewacht. Ihr könnt nicht einfach reingehen. Gut. Ich mag Türen sowieso nicht. Es ist unmöglich. Moment. Da fällt mir etwas ein. Na los. Jacob. Loyal. Der Sache ergeben. Er wollte den Baron im Herzen treffen und hat sich daher mit dem Bergfried beschäftigt. Er kennt ein Stück. Wie finde ich diesen Jacob? Der Baron hat ihn in Greystone festgekettet. Als Botschaft für all seine Feinde. Gefoltert
aber am Leben. Erstmal ist mein Hehler dran. Dann euer Götze. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Garrett. Ihr bringt Veränderungen. Eines Tages wird das Volk euch danken. Ihr denkt zu oft an das Volk, Orion. Na toll. Berso ist mal weg. Mal sehen, ob Orions Mann, Jacob, etwas weiß. Ich finde ihn auf dem Greystone-Platz. Gibt es einen Greystone-Platz? Ja, natürlich. Ist das wieder? Nein. Sonst wird es oben rechts irgendwas erscheinen. Okay. Ja, hier ist ein Koffer. Aber sonst, also der hat das einfach da hinten drin. Das einzige Bild im ganzen Raum. Moment, was war da? Also nur die Kerze. Der pfeift mir. Heute keine Parolen hier. Seht her, ich habe etwas für euch. Junge, wieso ist das so groß? Wieso bin ich so klein? Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Werkzeug, Upgrades, Zeug. Was ist hier? Also Ressourcen verkaufen, das möchte ich nicht. Pfeile, Bestand 5 von 5. Das brauchen wir eh nicht. Wasserpfeile brauchen wir eigentlich auch nicht. Seilpfeile, die kaufe ich mir nur voll. Stumpfe Pfeile, das reicht. Mohn, ich kaufe mir ein bisschen Mohn. So, Upgrades. Hilfsobjekte, Upgrades, okay. Werkzeug und Upgrades. Also da gibt es kein neues Werkzeug. Lederöl. Verringert die Geräusche beim Gehen auf Oberflächen, die Geräusche verursachen. Lederpolsterung erhöht die sichere Fallhöhe. Ja, dann mache ich das hier, weil der trampelt schon echt wie so ein Tier. Und dann nehme ich das hier noch, damit wir gesichert sind und leise sind. Jetzt sind wir natürlich ziemlich niedrig. Pass auf euch auf da draußen. Aber mit dem Gold können wir eigentlich eh nicht so anfangen zurzeit, außer nur das Ausgeben. Ist das zu laut? Götzengeschwafel, sonst nichts. Der Bergfried ist abgeriegelt und uneinnehmbar. Ja, und die Hälfte der Wache sitzt auf der Mauer von Greystone. Trotzdem. Ja. Dieser Kerl vom Jahrmarkt war heute in Oh, das ist doch der Typ. Oh, der kleine Runde mit dem falschen Schnurrbart. Der ist falsch? Na, jedenfalls soll ich vorbeikommen, damit er mir wahrsagen kann. Ich hab gesagt, ich mach das selbst mit dem Bodensatz in meinem Glas. Ich sag dir, was unsere Zukunft bringt. Noch eine Runde. Ich habe etwas, das euch interessiert. Schon gehört? Ich hau dir eine... Okay, ich kann ihn nicht hauen. General selbst war dabei. Muss Bill endlich für seine falsche Werbung für dieses Bier büßen? So, ich gehe jetzt mal zu den... Alter, ich häng da fest. Ich gehe jetzt mal zu den nächsten... Also, wir machen jetzt nicht die Hauptstory gleich weiter ins nächste Kapitel oder sowas stürzen, weil das war schon etwas ein bisschen lang. Aber ich möchte ja... Es gibt ja 8 Kapitel, aber ich möchte jetzt nicht gleich die Hauptstory durchspielen und fertig. Sondern ich möchte auch jetzt diese Nebenaufträge machen. Wir müssen noch diesen Metallmann fertig bauen, diesen Arm oder was auch immer klauen. Das müssen wir auch noch machen. Und diesen Banküberfall. Aber ich weiß halt nicht, ob wir dafür gewappnet sind. Aber eigentlich sollte das... Wir können es ja probieren. So, F1. Ziele. Begib dich zur Bank. Geh zu Alfonsos Kleidung. Muss die Bank... Die ist da hinten. Das ist ein bisschen näher. Das soll da sein. Da müssen wir schon über Fenster einsteigen oder sowas. Ob der Baron wirklich aussieht wie auf seinen Porträts? Geht das alleine da lang? Wo ist denn der andere? Da ist der andere, die gehen jetzt getrennt. Wahrscheinlich muss er sich wieder einfinden in seine Route. Na, ob das so sicher ist. Okay, es ging. Moin. Wir müssen da wieder hoch, Moment. So,
war das Donner über Dayport? Eher eine Explosion, hörte sich an, als käm's vom Bergfried. Die vielen Rohre, die rein und rausgehen. Ich wusste, die Technologie des Barons bringt nichts Gutes. Nee, wär's auch nicht. So, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich denn da hin? Das ist dahinter. Moment mal. Ich versuch mal was, weil es gab so da hinten, habe ich ja schon mal gesehen. Da gab es auch so eine zugestellte Dingens und da müssen wir auch. Da müssten wir auch hier lang. Vielleicht ist das auch so eine Abkürzung. Vielleicht kommen wir da auch auf den Weg. Ich probier's mal. So. Ach. So. Ich höre Stimmen in der Dunkelheit. Den Ruf der Krähen. Was sagen sie? Was sie sagen? Sie verkünden Orions Botschaft. Sie singen von einem glorreichen Feuer. Die Wache wird brennen. Die Stadt wird schwarz. Und die Maschinen des Barons werden zerstört. Und wenn der Rauch sich verzieht, bricht die Dämmerung an. Wir können trotz des Gestanks frei atmen. Nahrung und Wasser für alle. Und Vertrauen in eine bessere Zukunft. Doch zuvor müssen wir uns als würdig erweisen. Haltet zusammen, tötet die Schwarzkittel, spuckt auf ihre Gesetze. Und dann zeigen wir dem Eisentyrannen die Stärke der Götzen. Ja, die demonstrieren ja ziemlich... Honig ist nicht billig. Tja, ich auch nicht. Ach du Scheiße, das ist eng. Oh, die Dame, entschuldigen Sie. Brief mit letzter Warnung. Hör auf, mir aus dem Weg zu gehen, Molly. Ich habe dir das Geld vor Monaten geliehen und es ist höchste Zeit für die Rückzahlung. Ich warte auf dich am üblichen Ort in der Moodler's Rue. Ich will dir keinen Besuch abstatten müssen. Ja, da ist es, glaube ich, schon zu spät. Ich werde krank. Das spüre ich. Tja, trotzdem demonstrieren natürlich. Kundenauftrag Handarbeit. Natürlich möchte ich den starten. Endlich kommen wir auch mal zu den Nebendingen. Jetzt nach diesem Geirre in dieser komischen Bücherei. Weil das war echt schon ein bisschen komisch. Was? Zin? Vorne ist Penner, das ist eine Privatfeier. Bitte, Sir, ich kann sonst nirgends hin. Wenn du in 3 Sekunden noch da bist, verbringst du die Nacht bei den Aalen. 1, 2... Hey, ich geh schon, Sir, ich geh schon. Mein Nacken schmerzt. Das ist das Einzige, was ihm wichtig ist. Dann was macht er jetzt? Der Schla... Das tut weh. Der schlaft direkt ein, oder wie? Oh, dürfte ich die mal? Danke. Kriege ich am Ende das Dockfieber oder die Schwermut? Oder ein Pfeil ins Gesicht? Ah! Was? Oh. Stehe unter Beschuss! Ah, ich bin getroffen, verdammt! Ugh. Wieso? Wow! Hä? Gut gemacht, Schwachkopf! Wow! Okay, warte mal, ich mach das nochmal neu. Hä? Wieso hat er den Kopfschuss überlebt? Das war jetzt aber mal... Hector Penner, das ist eine Privatfeier. Wieso bin ich hier nicht? Wenn du in 3 Sekunden noch da bist, verbringst du die Nacht bei den Aalen. 1, 2... Hey, ich geh schon, Sir. Ich geh schon. Wenn ich jemanden sein kann... Hey, sieht das anders aus? ...habe ich diese Woche kein Problem. Hört doch mal die... Vielleicht soll ich den Pfeil verwenden. Der pennt. Gut. Das war aber auch nur der einzige hier. Alter! Boah! Da drin soll das sein. Ich bringe mal hier ins Dunkle. Ich bringe Pfeile in die Dunkelheit. Moment, das muss ich mir kurz ansehen. Ich habe den voll durch den Nacken oder Hinterkopf geschossen. Alter! So, da gehe ich aber nicht gleich rein.
Oder Moment, ich guck mal durch. Ich wollte Kleidung von den Aalbeißern, keine Lumpen. Und was sind das für Flecken? Sogar der Schneider schlägt Profit aus der Schwermut. Der Stoff ist faulig, dafür kriegst du gar nichts. Gut, dann räumen wir jetzt deinen Laden aus. Halt, halt! Nicht so hastig. Gib mir kurz Zeit, dann hole ich deine Bezahlung. Aber beeil dich. Ich dachte, er holt jetzt die Bezahlung. Naja, halt nicht. Die Nacht dauert ewig. Dann hole ich mir die Bezahlung ab. Bett. Mann. Ich steig mal kurz hier ein. Ah. Taschenporträt. Licht aus. Strom sparen. Okay. Das war's aber auch hier schon. Gut, dann gehen wir in der nächsten Folge wie ein Hund in einem Käfig ins Haus und dann sehen wir weiter. Danke fürs Zuschauen, bis morgen wieder.